Dort gibt es doch auch ein Goa'uld namens Anubis. Ich glaube, Ahriman ist sein Bruder, denn guckt mal, Ahriman muss ein Goa'uld sein. Er ist ein Gott. Er tut jedenfalls so, als wäre er ein Gott. Er ist böse, er ist aufgestiegen in die Götterszene. Hallo? Nein. Du nahmst mir alles, was du wolltest. Du sollst nichts mehr haben. Nein! Ich habe sie verloren. Vater? Verloren. Von uns gegangen. Ich bin hier. Boah, der sieht aber übel aus. Wir können das aufhalten. Wenn du kommst, uns hilfst, das Land zu heilen. Vater, nein! Oh, der ist immer noch sauer auf mich. Oh, nö, ich hab keinen Bock auf Kampf, Mann. Ich hab viel dazugelernt. Geht es euch gut? Mir ja. Ihn nicht. Auch der Trick ist fies. Siehst du, so einfach geht das. Wir wissen nicht, was er tun wird. Was kann er noch tun? Sich selbst umbringen? Ahriman hier. Ahriman. Ich das doch auch ohne diese Platten könnte. Denkt einfach an die Orte, die ihr plündern könntet. Die korrekte Bezeichnung ist Ausgrabung. Ich finde verlorene Schätze wieder. Hätten die Ahura nicht eine Kraft wählen und das dabei belassen können? Das mahnt uns, bescheiden zu sein. Kein Mensch sollte so viel Macht haben. So sagen es die Texte. Ich persönlich glaube, Ormast kannte die Menschen zu gut, um einem Mann so viel Macht zu geben. Wie wollt ihr euer Volk zur Rückkehr bewegen? Die Nachricht verbreiten? Allen sagen, dass Ahriman an einem sicheren Ort ist? Und die Pflicht ruft? Ich habe schon lange darüber nachgedacht. Und keine Antworten, nur Hoffnung. Ihr solltet anderen von Ahriman erzählen. Und Hilfe holen. Und wer ist jetzt naiv? Wenn ihr von Ahriman erzählt, werden die Leute ihn aufhalten wollen. Und wie viele kämen, um ihn zu befreien? Um sich seine Gunst zu verdienen? Wir beide können vielleicht das Land vor einem Gott schützen. Aber nicht vor der Menschheit. Nicht ganz allein. Hey, seid ihr wohl auf? Warum hat euer Vater seine Seele an... Hat er nicht! Es ist der Fluch, der ihn zerfrisst. Kann uns das auch passieren? Nicht, solange ich diese Kräfte habe. Ihr sagtet, euer Vater habe sich komisch verhalten. Vielleicht hat Ahriman ihn schon früher... Mein Vater ist König der Ahura, ein Anhänger Ormasts. Er hat Ahriman seine Seele nicht verkauft. Unter Druck tun Menschen alles Mögliche. Wir haben gesehen, was euer Vater tat. Sein Urteilsvermögen, sein Verstand sind umnachtet, seit meine Mutter starb. Aber was er tat, tat er nicht für Ahriman. Vielleicht wäre es gut, wenn Ahriman euren Vater kontrolliert. Ich meine, verrückt ist verrückt, aber wenn er von Ahriman manipuliert wurde, könnte die Heilung des Landes ihn vielleicht zurückbringen. Vielleicht. Also, das sagt uns, welche Bereiche wir betreten können. Ja, es gibt vier Kräfte und jedes fruchtbare Gebiet wird von einer Kraft geschützt. Das zeigt uns, was die einzelnen Kräfte bewirken. Ja, jede Kraft ist mit vier fruchtbaren Gebieten verbunden. Wir brauchen alle vier Kräfte, um alle fruchtbaren Gebiete zu heilen. Ich weiß, dass bei euch mehr dahinter steckt. Nun ja, ihr werdet eure Vorstellungskraft nutzen müssen. Tja, nehmen wir uns mal eine weitere Gedenkstunde für die nächste Kraft. Nämlich den hier. Damit können wir die fruchtbaren Gebiete in der Stadt des Lichts und im Palast betreten. Also Stadt des Lichts und Palast. Ach, ich muss wieder drücken, ne? Versuchen wir. Wow, drückt Elika, um Kraftplatte zu nutzen. Erneut kriegen wir hier ein Tutorial-Video. Sind das die neuen Kraftplatten? Oder die gleichen nochmal? Wir gehen rum!
in Ormasts Händen. Okay, er ist tatsächlich neu. Ist das neu? Nee, mit Perwoll gewaschen. Macht mal Pause. Zieht in ein Abenteuer, haben sie gesagt. Ja. Ist nun mal so. Junge. Zählt mal einer auf, wie oft ich Junge gesagt habe? Das wird sich nie ändern in diesem Spiel. Oh. Vision. Du weißt, worum ich dich bitte. Oh, leise. Hey, nur weil wir es gesehen haben, muss es nicht wahr sein. Die Vision, wie ihr fehlt. Wie Ahriman versucht... Die Visionen sind nicht von Ahriman. Aber sie müssen auch nicht stimmen. Keiner kann die Zukunft vorhersagen. Nö, das stimmt. So, wir haben neue Ziele. Soll ich zum nächsten Ziel gehen? Da haben wir es hinter uns, ne? Jo. Ich drück schon mal Sprechtaste. Der Turm der Träume. Von einem König für seine Königin gebaut, überschaut er das ganze Königreich. Es heißt, der Wind trug Ideen und Träume zu denen, die hier schliefen. Jetzt herrscht hier die Konkubine und träumt von Ahrimans Flucht, ihrer Rückkehr an die Macht. Das ist aber nicht schön. So, fixiert. So. Machen wir uns auf den Weg. So, das wäre, wenn wir nämlich anfangen. Demnächst, bei der nächsten Folge. Boah. Dass wir dann nicht erst laufen müssen, sondern gleich mit voller Elan durchstarten können und das Gebiet heilen. Geht doch hier längs, oder? Logo. Boah. Elika ist auch müde. Ihr Kraft lässt nach. Habt ihr es gesehen? Sie hat mich beinahe fallen lassen. Ich finde, das ist gut so, wenn ich das so mache. Hoch, hoch. Nicht fallen lassen. Über da. Boah. Morhan Durstwascher. Drücken Sie die Sprungtaste, um zu springen. Schön, wie meine Lunge mich kaputt macht, ne? Hey, Lichtkeime. Hallo. Junge, ich wollte das sehen. Hey, ich kann da vielleicht hoch. Ne, ich muss auf dem Rückweg muss ich das machen. Das ist schlecht. Wie komme ich da hoch? Ich hab's jedenfalls, das ist gut. 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 Mohan, Durstwascher. Mohan. Die Musik ist wieder zurückgekehrt und heißt uns herzlich willkommen im neuen Gebiet. Nicht im neuen. Noch nicht. Ich glaube, wir sind jetzt im Königstor oder sowas, keine Ahnung. Genau, das war die Sache mit der Konkubine. Wir essen uns was. Da links musst du. Hallo. Oh. Aladdin, hör mal auf, so zu laufen. Sieh doch jetzt, Spielmanns.
Ja, sie sagt immer was mit Omast. 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 Mast. Omast. Wir haben dich vermisst. Och nein. Wenn wir uns schnell bewegen können. Jetzt geht's los! Ah, den besiege ich jetzt mal. Könnt ihr kämpfen? Bis zum letzten Atem. Der Nerv an mir. Jetzt! Der macht immer diesen scheiß Illika. Nur Illika-Attacke. Fühlt euren Zauber! Greif ihn halt an. Boah, der war hart. Von hier kann ich nicht angreifen. Von hier? Von hier? In hinter euch. I'm specially good for you. Da hoch. Das schaffen wir doch niemals. Habt ihr es gehört? Rohan Durstwascher. Seht ihr es? Der schafft es eh nicht. Der schafft es eh nicht. Ah. Rohan Durstwascher. Ja, hier längs. Das sieht richtig aus. Ah, das ist ein Wandsprung. Ich hasse... Hey! Da habe ich jetzt aber nicht hingesteuert. Das war knapp. Nee, das war scheiße. Das war nicht knapp, das war scheiße. Nein! Nein! Ja, dann machen wir das halt. Ich bin ruhig, ich bin ruhig. Ich bin ruhig! Muss ich das so machen? Jo. So. Ey, das ist auch geil. So bleib ich mal stehen. Hey, das ist richtig geil. Kann ich ein Foto machen von? Nein, Steam Overlay funktioniert in dem Spiel gar nicht. Verdammt. Aber ich kann ein Foto machen mit Fraps, wenn ich den Knopf hätte belegt. Aber das geht leider nicht. Das war der Knopf? Jo. Gespeichert. So. Wir machen nächstes Mal weiter. Und zwar hier. Diese Winden da unten. Wofür sind die gut? Das war der königliche Garten. Die Winden regelten den Wasserstand der Teiche. Mehr dazu in der nächsten Folge. Ich bin sprachlos. Ja, wir sehen uns. Oder hören uns.